Mal schauen, ob er sich jetzt heute damit empfehlen kann. Die sind alle nach vorne gerichtet. An ihm schmieden Benny und Paul in seiner Ecke heute Kevin mit einer genesenen Schulter. Schön, dass wir es erfahren durften. Ladies and Gentlemen, Dynamit in beiden Fäusten, jeweils 200 Pfund. FSS, der Mann aus Heidelberg, Leo Lommer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem Gewicht ist das Limit. Wir bewegen uns also unterhalb der 84 Kilogramm Grenze. 2x5 Minuten ist die ausgemachte Distanz und ich tippe mal, ne, die werden nicht erreicht. David ist der Mann, der die Augen drauf hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich absolut auf richtig identische Maße. Ronan Milikian und Leo Lommer. 30 Jahre alt, 1,80 groß, 84 Kilo schwer jeweils. Ja, 1,75 nur, Milikian, also ein bisschen kleiner ist er. Ein frei zur ersten Runde, First Round. Und dann bin ich mal gespannt. Leo Laubers, Cheftrainer Benjamin Russ, erfahrener Ringer. Leo, meines Wissens nach auch aus dem Ringermetier kommend. Er hat generell ein sehr, sehr starkes Team. Florian Fuchs dort mit unterwegs, Kevin Hanks, alles Wheel of MMA-Veteranen, zum Teil Titelherausforderer gewesen. Ja, Florian Fuchs hatte um den Leichtgewichtstitel gekämpft, so ist hatte es. Den allerdings verloren. Ja, Champion Kam Geirbekov war eine Nummer zu groß. Krönte sich mit dem Sieg über Fuchs zum ersten Leichtgewichtschampion von Wheel of MMA. Ja, und du hast es gesagt, Leo Lauber, der will auch das Gold in den Händen halten, allerdings im Mittelgewicht. Champion hier, Dustin Stolzfuß, bislang unantastbar. Da braucht's neue Herausforderer. Abtastphase hier mit den Führhänden. Beide Kämpfer in der Linksauslage. Lauber, wie bereits gesagt, ersten Profikampf 2016 bestritten, ist aber schon sehr, sehr viel länger im Kampfsportgeschäft unterwegs. Hat schon 2012 erste Grappling-Turniere bestritten und zum Teil auch gewonnen. Kommt also, wie du das schon richtig gesagt hast, Sascha, aus dem Ringen, aus dem Bodenkampf. Beide tasten sich hier noch zaghaft ab. Bislang nutzt Leo Lauber die leichten Reichweitenvorteile nicht, die er hat. Oder traut es sich zumindest noch nicht. Ja, und Vardan holt ja immer sehr weit aus mit den Kicks. Das ist sehr voraussehbar, vorherrschaubar. Wenn mal so ein Kick trifft, klar, natürlich, das ist Schlagwirkung. Aber Leo ist schnellstmöglich wieder raus aus der Reichweite, da er die Kicks einfach sieht. Und bringt selber Kicks an. Beide sind aus dieser Abtastphase immer noch nicht herausgekommen und die zweite Hälfte der ersten Runde beginnt jetzt. Ja, du kannst natürlich den Fehler machen als Kämpfer und am Anfang überpacen, zu hohes Tempo gehen. Du kannst dich aber auch in so einer Abtastphase verheddern und da irgendwie nicht mehr rauskommen. Ja, wenn beide Seiten Ladehemmungen haben, vielleicht auf Konter hoffen. Jetzt haben wir gesehen, wie Milikian hier ein bisschen aus sich rauskam. Oh, schöner Lowkick, das war ein richtiger. Er hat gesessen. Das hat er schön auch. Schöne links, rechts, rechter Lowkick. Also Milikian hier mit dem Willen, ein bisschen aktiver zu sein, aber nicht mit dem Mut, auch wirklich die nötige Distanz zu überbrücken. Schöne Rechte. Schöne Rechte jetzt von Leo Lauber. Da fehlen immer ein paar Zentimeter. Inside Low Kick, ja. Auf Seiten von Milikian. Da muss er sich mal ein Herz fassen und noch einen halben Schritt reingehen. Dann treffen diese Kicks auch. Und
Also die Ecke fordert jetzt hier auch ein bisschen zu knallen von Melikian. Melikian macht nur Einzelaktionen. Man sieht einen Kick, man sieht einen Schlag. Leo hat es jetzt einmal versucht mit einer links-rechts und die hat gleich gesessen. Ja, und diese Einzelaktionen sind halt auch alle zu kurz. Also da hat er mal getroffen, aber auch nur so halbherzig. Also da fehlt so ein bisschen das Commitment, wie die Amerikaner sagen. Oh. Muss sich da mehr reinlegen in die Attacken. Jetzt taut Melikian etwas auf, zu Ende der ersten Runde. Ja, gute Beinarbeit aber von Leo Lauber, der auch immer den entscheidenden Schritt raus. Schöne Rechte jetzt hier am Käfig. Die links-rechts, die sitzt. Die links-rechts, die sitzt. Er hat Blut gewittert. Jetzt geht er hinterher, aber schneidet ihm nicht konsequent genug den Weg ab. Ja, und die Zeit läuft ihm auch davon. 20 Sekunden noch auf der Uhr, dann ist die erste Runde vorüber. Dann wird erstmal resettet. Dann geht das Ganze wieder von vorn los hier. Leichte Vorteile für Leo Lauber in dieser Runde. Schön, wieder links-rechts. Und Melikian versucht den Takedown. Kann er sich jetzt noch die Runde eventuell holen damit? Ah, ja, aber Leo, selbst wenn er den kriegt, ich meine, er hat hier keinen einzigen Treffer gelandet. Lauber auf der anderen Seite. 3, 4 gute Hände ins Ziel gebracht. Einen guten Low-Kick auch gelandet, der wirklich hart war. Also, ja, ich sag mal, ja, also Runde für Lauber in meinen Augen. Man konnte ja die Treffer hier schon fast schon an einer Hand abzählen. Und die lagen allesamt bei Lauber. Wie wir hier sehen, schöne Rechte. Das war sein Money-Shot hier in diesem Kampf. Oh, doch mal dieser kurze Wischer hat getroffen. Ladies and Gentlemen, da drin wird der Stahl gespielt. Ein bisschen Applaus für die Kämpfer. Bringt einfach mal guten Kampf. Ringfrei, Runde 2. Second round. Ja, also bis dann gestaltet sich das hier wie im ersten Durchgang. War dann Melikian in der Mitte, versucht es mit Kicks, versucht es mit langen Händen, aber ist da immer einige Zentimeter zu kurz. Fängt sich jetzt hier wieder einen harten Low-Kick von Leo Lauber. Die gleiche Kombination wie in der ersten Runde, die er einmal ins Ziel gebracht hat. Links, rechts, rechter Low-Kick. Standard. Ja, mehr braucht es oftmals auch gar nicht. Die Standards müssen sitzen, dann funktionieren die auch. Max Holloway ist mit Standards Weltmeister geworden. So sieht's aus. Links, rechts, das ist seine beste Kombination. Mit Standards und einer fast schon außerirdischen Beinarbeit und einem übermenschlichen Timing, das muss man sagen, aber du hast vollkommen recht. Schöner Superman-Punch jetzt hier von Leo Lauber, der traut sich jetzt auch mehr. Der merkt, dass er jetzt hier im Stand mehr trifft. Sag mal, die Tipps aus der Ecke von Vardar Melikian, die sind auch überschaubar hilfreich. Die sagen mir hier, er macht das, was du willst. Würde ich jetzt ein bisschen anders beurteilen, aber ich bin auch nicht in der Ecke. Vom Kämpfer aus links, rechts ist hier wirklich Eatstein. Die Kombination, die den Sieg bringt hier. Wenn jetzt nicht groß irgendwas passiert. Aber hier, diese links, rechts, die sitzt fast immer. Schöner linker Haken. Und wieder der Low-Kick. Nutzt deine Stärken. Ich weiß es nicht. Ja, also er bekommt Ratschläge aus der Ecke, die ihm relativ wenig bringen. Die sagen ihm bupp, bupp, bupp und knallen und nutzt deine Stärken. Und der Gegner macht, was du willst. Aber das ist ja nichts, womit du als Kämpfer was anfangen kannst. Die müssen ihm sagen, geh einen Schritt rein, geh zur Seite raus oder mach irgendwie dies, das. Schlagkombinationen. Etwas Greifbares, das er verwerten kann. So lassen sie ihn hier im Grunde hängen. Er verändert nichts an seiner Strategie. Kämpft genauso wie noch in der ersten Runde. Leo Lauber natürlich auch, denn für den läuft es hervorragend. Der muss jetzt hier ein, zwei Schläge nehmen, aber ansonsten sehe ich ihn vorne. Ja, deutlich vorne auf jeden Fall. Und ich finde mir ganz gut. Oh, jetzt nochmal hier dieser tiefe Single-Leg-Shoot. Gut getimed von Melikian, aber auch gut verteidigt von Lauber, der jetzt hier nachsetzt. Harte Schläge. Leo ist zufrieden, das sieht man an seinem Gesicht. Ne? Upp, links, rechts, also aber schöne lange Rechte. Der
Er hat die Hosen voll, schreit die Ecke hier von Wardan. Ja, aber das sehe ich nicht so. Also Leo diktiert ja schon das Geschehen eigentlich. Also geht hier auch immer schön nach vorne. Vielleicht jetzt nicht so kontrolliert. Da muss er natürlich aufpassen, dass er nicht abgefangen wird. Jetzt mal ein High-Kick-Versuch. Oh, schön gecheckter Low-Kick, das tut weh. Leo nimmt die Rechte immer runter, wenn er den linken Haken schlägt. Das kann auch gefährlich sein. Wenn Wardan das sieht, sieht... Siehst du das, Marc? Ja. Wenn er die linke schlägt, geht die rechte runter. Wieder Superman-Punch. Ich glaube allerdings, dass Melikia mittlerweile die Kraft fehlt, um daraus noch Kapital zu schlagen. Der lässt sich jetzt hier immer wieder am Käfig stellen, atmet schwer mit weit offenem Mund. Schöne Rechte. Da geht ein Raunen durch die Halle hier, wenn die Rechte einschlägt von Lauber. Haken und die Rechte hinterher. Schön. Melikia hier wieder mit dem Rücken am Käfig, der muss da schon weg. Schon wieder. Dreimal die gleiche Kombination. Ich weiß nicht, was er seine Ecke bejubelt. Er kriegt gerade richtig viele Treffer. Ich weiß nicht, ob man es in der Übertragung hören kann. Wir sitzen genau neben der Ecke von Wardan Melikian. Das ist das schrecklichste Coaching, das ich seit langer, langer Zeit gehört habe. So ehrlich muss man sein. 30 Sekunden. Riskier mal was, ja. Das ist jetzt vielleicht der beste Tipp gewesen, den er im ganzen Kampf bekommen hat. Riskier mal was. Genau, das hat er jetzt hier 10 Minuten lang nicht getan. War zu vorsichtig. Traut sich nicht, da den entscheidenden Schritt nach vorn zu gehen. Und verschenkt damit diesen Kampf, den er vielleicht sogar hätte gewinnen können, wenn er sich tatsächlich ein Herz gefasst und etwas mehr getraut hätte. Und das war's. So war's. Ein dominanter Sieg für Leo Lauber. Ich denke, da brauchen wir das Punkturteil gar nicht mehr abzuwarten. Enttäuschende Vorstellung von Wardan Melikian, der durchaus das Potenzial gehabt hätte, hier mehr zu zeigen. Aber es heute irgendwie nicht abrufen konnte. Aber manchmal ist das eben so, da hat man wie eine Blockade. Da kann man den Abzug einfach nicht drücken. Und ja, Leo hat einfach mit einer sauberen Links-Rechts und ab und zu einen eingestreuten Low-Kick hier eigentlich den Kampf gemacht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wir haben drei Judges, die alle in dieselbe Richtung gucken. Die Richtung zeigt nach Heidelberg und geht an Leo Lauber.